dass das nicht egal, wie mich gefragt wird, und zwar Maisi an den Pool, weil ich auch mal dabei war an der Pionierzeit, wie sie angefangen haben zu trainen. Und ich natürlich ein ganz schönes Souvenir hat von der Zeit, wie wir alle gut noch jung waren. Und ich habe gemeint, man gibt die Kinder neu erfahren. Ja. Ja, was habe ich denn? Das ist sehr gut. Wie die anderen also, wie ich das Szenario gelesen habe, und festgestellt habe, dass die ganz originelle Szenario ist. Sie wird einerseits durch die Sache, dass er auf zwei Niveaus spielt, dass er erlaubt, für eine gewisse Realität zu stehen, mehr an der anderen Seite, an der Imagination zu sehen. Und die zwei Ebenen fand ich immens interessant. D'autant plus, wo sie auch verschiedene Sprachen gebe ich so haben. Der Roger als eine Firmier sind nicht genau dieselbe Koppel wie eben Juste Matt als ein Nies. Als Firmier habe ich tatsächlich so kleine Fäbel für, halt, weil der Mädchen ist ein ganz charmant Firmier und so weiter. Und dass ich da auch nach mehr menschlich Gefühle habe. Von dem Moment, wo ich Matt an mein Nies bin, bemol kriege ich eine andere Rolle, kriege ich eine andere Attitüde wie von ihm. Ich bin sein Coach, ich bin ein bisschen streng mit dem, ich überwache nicht. Dann die zwei Ebenen leihen auch von den Sentimenten hier leihen sie ein bisschen verschieden. Ne? Denn der Streit habe ich nicht mehr bei mir gemacht, krieg, weil der Ding mich intrigiert. Ich weiß da, das ist nicht professionell. Hast du dir noch gedacht, im doppelten Ukauf nicht gesehen, was kommt? Ich war blond. Ich finde die Gesamtatmosphäre immens flott von. Das ist nicht die Geschichte, wie ich zum Beispiel mit Carlo zusammen schaffen als Kameramann. Ich fand Carlo einfach einen genialen Kameramann. Und, ich bin nicht so ganz froh, wenn ich mit ihm kann kommunizieren, dass ihr mal seht, hey, so machen wir den Kader, so lebt es und so weiter. Nein, ich finde eine ganz, ganz tolle Experience von einer formidablen Equipe.